der ekligen S-Bahn sehe ich die Leute in schicken Autos durch ihr Leben fahren. Mit Vehemenz wird Emanzipation abgewehrt und indes gibt niemand nirgends Herrschaft freiwillig her. Es ist 2020 und ich lese Stokowski. Das Leben riecht ranzig und bockt wie montags um 5 Uhr morgens hoch bei eisigem Regen. Und dann froh sein zu müssen, noch Arbeit zu haben, das macht derweil das eigentliche Leben. Depressionen fangen da an, wo man mit dem leichten Denken aufhört. Gabionen an der Bahnstrecke sind das Sinnbild, was sich an ihnen niemand stört. Privilegien nicht sehen, um die Macht fürchten, das Altmantra statt aus der Ohnmacht zu führen. Sag dich Menschen aus der Ohnmacht führen, wer kann dabei den Vibe von Deutschland erwache spüren? Ich oszilliere lieber immer früher durch Nebelbänke, als ließ ich zu, dass ein Führer mich lenkte. Wie viele Probleme haben wir selbst an den Händen? Wie viele Extreme sind in gesellschaftlich tragenden Wänden? Wenn ich mich frage, wann ich das letzte Mal so richtig entspannt war, finde ich darauf keine Antwort. Der Kapitalismus zwingt die Ellenbogen auszufahren, doch auch ohne Pessimismus bröckelt schon der Panzer. Wenn ich mich frage, wann ich das letzte Mal so richtig entspannt war, finde ich darauf keine Antwort. Der Kapitalismus zwingt die Ellenbogen auszufahren, doch auch ohne Pessimismus bröckelt schon der Panzer. Ich bin alleine in meinem Kopf, der Arzt sagt, das sei gut, aber ich weiß, dass mir diese Einsamkeit nicht gut tut. Ich verstehe die Eigenheime da in Brandenburg mit Photovoltaik, doch ich weiß, ihre heimlich suggerierte Sicherheit gibt's nicht. Wenn der Staat kippt oder er selbst krallend kommt, wie lange hast du denn deine eigenen vier Wände, bis sie ins Fallen kommen? Die Ordnung ist nicht nur fragil, sie gilt schlicht nicht dir und mir. Bis in die 60er gab's die Hinrichtungen mit Fallbeilen, daher will ich niemanden für Neo-Biedermeier verurteilen. Ich will lieber mit einem warmen Menschen das Bett teilen. Auch ich spüre immer wieder in mir den Reiz, den Eskapismus sinnig zu flüstern. Weiß so lange, bis ich mich erinnere, was Exekutive heißt. Menschen fertig machen zu wollen, hat ja halt Tradition. Der Tod ist ein Meister aus Deutschland, ihr wisst schon. Wenn ich mich frage, wann ich das letzte Mal so richtig entspannt war, finde ich darauf keine Antwort. Der Kapitalismus zwingt die Ellenbogen auszufahren, doch auch ohne Pessimismus bröckelt schon der Panzer. Wenn ich mich frage, wann ich das letzte Mal so richtig entspannt war, finde ich darauf keine Antwort. Der Kapitalismus zwingt die Ellenbogen auszufahren, doch auch ohne Pessimismus bröckelt schon der Panzer. My hoodie is my castle. Grünes 69, 2020.